Denk du in mir, o Jesus, dann denk ich licht und klar. Sprich du aus mir, o Jesus, dann sprech ich mild und wahr. Wirk du durch mich, o Jesus, gerecht ist dann mein Tun. Geheiligt meine Arbeit, geheiligt auch mein Ruhn. Mit solcher Demut hat Schwester Bernardis das ganze Leben verbracht. 45 Jahren ihr Lebens hat sie den einzigen Mann, dem heiligen Gott, gewidmet. Sie hat alles mit Liebe und Froh gemacht. So auch hat sie in die Ewigkeit heimgekehrt. Am ersten Adventssonntag 2010 hat ihr Herzschlag ausgesetzt. Der Himmel hat auf sie gewartet. Schwester Bernardis war lebenslang eine nüchterne, kluge Frau, die von Mystik und den Heiligen zunächst wenig wusste. Schwester Bernardis hat ein besonderes Charisma gehabt. Das wissen die Leute hier in Transkarpatien, ne, wie viele Heilungen durch ihr Gebet geschehen sind. Wie viele Menschen haben gesagt, ich habe Erleichterung empfangen, Befreiung von Ängsten. Oder in meiner Familiensituation konnte ich endlich weitergehen. Und so war das auch in Deutschland. Die Menschen haben ihr Charisma erkannt. Und sind immer mehr Menschen gekommen. Schwester Bernardis war hier 6 Jahre schon. Die hat hier gebetet und die kranken Leute und gesegnet und die hat mit viel gemacht, die Leute. Die ist jeden Tag hier in die Kapelle gekommen. Denn viele Leute sind hier gekommen. Die hat gut gebetet und gesegnet. Viele Leute hat die krank, alles gesund geworden. Denn die hat gut gearbeitet auch. Denn die gehen, die schwere Kranken, die gehen nach Haus besuchen und gebetet und viel geholfen, die Leute. Ihr ganzes Streben galt ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus und deren Vervollkommung. Ihre Lebensmittel war die eucharistische Anbetung. Herz-Jesus-Stift, Pater-Pio-Haus, Stabat-Mater-Maria, Werke der Liebe. Das sind die Namen, die unzertrennlich mit der Person von Schwester Bernardis in Verbindung stehen. Arme, aber glückliche Ukraine hat die Gottesgesandte auch mit Freude und Dankbarkeit empfangen. Schwester Bernardis ist zu uns nach Transkarpatien, zu uns nach Schönborn gekommen 2004. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war der 14. September. Es war ein schöner Tag, die Sonne hat gescheint. Und als ich Schwester Bernardis gesehen habe, dann habe ich mir gesagt, jetzt ist mein Wunsch erfüllt. Das war ein innerlicher Wunsch. Das war ein Wunsch meines Herzens. Seitdem ich Schwester Bernardis in Deutschland kennengelernt habe, im Herz-Jesus-Stift, dann habe ich mir gesagt, wenn nur einmal Schwester Bernardis zu uns nach Schönborn kommt, dann wird sich etwas ändern. Damals habe ich noch nicht gewusst, was sich ändern wird. Aber als sie schon hier war, habe ich verstanden, was das bedeutet. Diese Änderung ist in mir stattgefunden. Sie ist vergleichbar mit der Mutter Teresa. Sie hat sich um die Menschen angenommen. Zuerst hat sie gut zugehört. Sie hat auch die unausgesprochenen Nöte der Menschen erkennen wollen und erkannt. Es gibt Zeichen der Armut und der Not. Und was sie besonders verletzt hat, das ist das Fluchen, das ist die Abwendung von Gott, dass man etwas Böses sagt. Ich denke da an Papst Benedikt, denn sein Name heißt ja Gutes sagen, segnen. Und Fluchen ist das Gegenteil. Und da hat sie einmal hier in unserer Kapelle energisch die Leute zurechtgewiesen. Sie sollen nicht unordentlich oder irgendwie böse zueinander sein. Das ist mir stark in Erinnerung geblieben.
diese Feinmotorik der inneren Kommunikation. Sie hatte eine Gnade, eine Gabe, in die Seelen sich hineinzufühlen. Und sie hat mich manchmal gerufen wegen der ungarischen Sprache, damit ich das genauer übersetze. Und ich war dann wirklich überrascht und verblüfft, welch gute Ratschläge, handfest, praktisch, sie den Frauen gegeben hat, wenn sie mit ihrem Mann, mit ihrer Familie eine große Sorge hatten. Und ich habe das dann erlebt, ein paar Monate später, nachdem sie diese Ratschläge gegeben hatte, kam die ganze Familie, auch der Mann und die drei Kinder, zum Blasius-Segen. Da ist ein Wunder passiert. Und solche Wunder gehören zur Schwester Bernardis dazu. Wir müssen neue Möglichkeiten suchen, um auf die Nöte unserer Zeit einzugehen, wiederholte sie immer ihren Schwestern. Die Not unserer Zeit waren nicht nur die Obdachlosen und die Armen, vielmehr auch die Menschen in ihren seelischen und körperlichen Nöten. Es hat keine Rolle gespielt, ob der Mensch verdreckt oder sauber war, ein Deutscher oder Afrikaner, ein Behinderter oder Gesunder, ein Mörder oder Räuber, ein Behörde oder Putzfrau. Jeder war angenommen, jeder wurde aufgenommen. Ob es in den frühen Morgenstunden oder spät in der Nacht war. Сестра Бернарді – це особа, яка під слово «проста людина» не скажу. Це є свята. І я надіюся, що прийде час, коли дійсно вона буде вже у лику святих. Особисто мені допомогла, моя зустріч була ще в Німеччині у 2002 році, коли вона фактично витягла з цієї нори, із онконори, яку я влізла. І благодаря їй я тут сьогодні із своїми двома прекрасними дітьми і з роботою. Я віддаюся фактично на роботі по її указу. Працюй, думай, молися і живи. І радій. Ihr Herz war so groß, dass alle Menschen haben dort Platz gehabt in ihrem Herz. Sie hat allen geholfen. Ob es ein Reicher war mit einem schönen Mercedes oder ein armer Zigeuner, sie hat alle aufgenommen. Die Tür ihres Hauses war für alle offen. Die Tür ihres Herzens war nie zugeschlossen. Und nie war ein Schild drauf, Durchgang verboten. Так, як Ісус їй показував на те місце, так дійсно це й було. Вона була наша швидка допомога. Це не один раз. Багато людей сюди приходили. Навіть по телефону з Німеччини її просили, що допомогла. Люди, які були в депресії, в яких важких станах. Це дійсно вона робила. Це вона мала дійсно Божий дар такий. Mit überraschendem Kühnheit und Mut ging sie auf die Nöte der Zeit ein. Und so war ihre Begabung zunächst mal eine Begabung der Kommunikation, des Zuhörens. Man kann sagen, mit viel Herzensgüte, mit viel Liebe und tiefem Verständnis ist sie auf diese Nöte eingegangen, hat dem Menschen zugehört und hat immer auch so verstanden, was im Herzen des Menschen ist, mehr als das Mensch selber ausdrücken konnte. Tapfer, voll Gnaden und ohne zu klagen, trug sie ihr Kreuz den Berg hinauf. Sie wollte wachen Sinnes, hoffnungsfroh, und voll von tiefen Glauben erfüllt, ihrem ankommenden Herrn entgegengehen. Auch so lebensfroh hat sie sich in unserem Gedanken eingeprägt. Jeden Tag wurde ihr Grab auf dem Klosterfriedhof voll mit frischen Blumen und herzlichem Gebet angefüllt, auch mit dem Gesang von den transkarpatischen singenden Herzen. Slava Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки.
in diesem Kloster ist Schwester Bernadis als junge Frau eingetreten und Schwester geworden, hat ihre Gelübde, ihre Profess abgelegt, bevor sie nach Karlsruhe gekommen ist und dort 38 Jahre gewirkt hat. Wir wissen ja, in Transkarpatien wird Schwester Bernadis sehr verehrt, weil sie hat ja 6 Jahre dort gelebt, im Dorf Schönborn, nahe Mukatschewo. Und die Menschen berichten ja, dass Schwester Bernadis so viel Gutes gewirkt hat und viele Menschen an Leib und Seele Heilung geschenkt bekommen haben. Ihre offene, frohe und liebevolle Art, auf die Menschen zuzugehen, ist für die Ewigkeit auf den Fotos und Porträts geblieben, die nicht nur in den Kirchen, sondern auch in den Häusern von vielen Gläubigen gewesen sind. Багато хто говорить, що шкода пішла від нас сестра, яка молилася, яка в потребах допомагала. Так, вона допомагала в потребах, але для мене вона була особистість. Не просто сестра, яка молиться, а яка істинно допомагає. Вона часом підпрацьовувала і психологом для деяких людей, правда, таким християнським добрим психологом, і вникала в людське життя настільки глибоко, що, ну, мені здається, що в неї просто внутрішній був дар для цього. То тільки можна отримати від Бога, бо я іначе того не можу пояснити. То дійсно дуже цікава людина була. Was ist von Schwester Bernadis abschließend zu sagen? Ein Satz. Sie hat alles gegeben und nichts für sich zurückbehalten. Sie verabschiedete sich immer mit dem Satz: Wir lieben weiter. So sei es. Ihr Vermächtnis an alle. Ich will, dass alle Menschen erfahren, wie sehr Gott sie liebt. Der Erlöser hat die Lösung. Wir lieben weiter. Sehen. Diese Stadt ist das Ergebnis der mehreren Strebungen zu der Schönheit und vor allem zu der in der Musik, wie in der Vergangenheit so auch heute. Die Musik lautet überall, bei Mozart selbstverständlich, wie anders in der Stadt der Musik. In den Spitzen des Brunnens, aus den Spalten der alten Wände, aus den Fenstern, alles hier schwimmt in ihrem Takt. Die Stadt lädt zu individuellen Entdeckungsreisen ein. Dom. Der erste Bau entstand unter Bischof Virgil, der 767 im Zentrum des ehemaligen römischen Juvavum eine Kathedrale errichtete. Am 24. September 1774 wurde der Dom den beiden Heiligen Petrus und Rupert geweiht.
Zu den Kunstwerken des Salzburger Domes gehören der Löwen, das Taufbecken, in dem bereits Wolfgang Amadeus Mozart getauft wurde, die prachtvolle Hauptorgel, umgeben von musizierenden Engeln und gekrönt von Rupert und Virgil, sowie die prächtigen Domtore. Die moderne Kunst fährt gleich in der Artenstadt heraus. Jeder Hof ist für sich ein Kunstwerk. Säulen, Wölbungen, Kapitelle, profilierte Gesimse, Reliefs, Marmorbrüstungen, eingravierte Hausmarken und Daten, Laubengänge, steil und schmale Treppen sowie farbenprächtiger Blumenschmuck in den Bogengängen schaffen eine einmalige Atmosphäre. Salzburg war lange Zeit ein uneinnehmbares Bauwerk. Heute ist sie der Schmuck einer der schönsten Städte der Welt. Die Festung ist die größte Burganlage Österreichs. Sie liegt 542 Meter über dem Meeresspiegel und 119 Meter über der Stadt. Sie nimmt eine Fläche von 30.000 Quadratmeter ein und ihre Bauzeit betrug 700 Jahre. Wolfgang Amadeus Mozart, der Genius Lotzi, hat Salzburg geprägt. In Mozarts Geburtshaus und Mozarts Wohnhaus erhält man einen tiefen Einblick in das Leben des Wunderkindes. Brünnung schlägt sich über mit der Sonne Schloss Mirabell. Das barocke Gartenschloss wurde ursprünglich als Schloss Altenau von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau im Jahr 1606 für seine Lebensgefährten errichtet. Ein Garten der Liebe, Freude und Vergnügens und all das im Herzen der Musik in Salzburg. Später wurde es in Mirabell umbenannt. 1824 wurde die zum Schloss gehörende Mirabellschwemme abgetragen. Pegasus, Einhörner und Löwen stehen heute im Garten. Die Altstadt Salzburg freut sich, Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt darzustellen. Man erzählt hier die eine oder andere pikante Geschichte über die Fürsterzbischöfe oder Wolfgang Amadeus Mozart.